Herr Beselski, wie sind Sie heute zur Arbeit gekommen? Ich bin über Nacht in Berlin im Hotel gewesen und bin zu Fuß hierher zu unserem Interview und zu meinem dann stattfindenden Termin gekommen. Und in der vergangenen Woche, als Sie den 8. Streik durchgeführt haben? Ein Teil mit der Bahn, allerdings weniger, ein Teil mit dem Dienstfahrzeug. Und ich musste auch fliegen. Das waren aber Termine, die durchaus schon viel länger geplant sind und die einfach vom Zeitablauf nicht anders zu bewältigen sind. Nun führen Sie diesen Arbeitskampf ja nicht nur für mehr Geld, sondern auch für eine Entlastung Ihrer Kolleginnen und Kollegen, Überstundenausgleich, freie Tage. Aber Herr Beselski, im Hintergrund geht es doch eigentlich um die Anerkennung der GDL als eigenständiger Gewerkschaft. Also in erster Linie geht es um die Verbesserung der Arbeitssituation von Lokführern und auch Zugbegleitern, also all unseren Mitgliedern. Das wird immer in den Hintergrund gedrückt, ist aber ein seit Jahren schwelendes Problem. Wir haben zusammen 4 Millionen Überstunden. Das sind 40% der gesamten Überstunden des Bahnkonzerns, obwohl wir nur 10% der Belegschaft abbilden. Und das ist schon ein klares Signal, dass in dem Bereich eine hohe Belastung vorhanden ist. Da wir im sicherheitsrelevanten Bereich sind, sollte man dem auch ein Stück weit Beachtung schenken. Die Arbeitgeberseite ignoriert das komplett zum jetzigen Zeitpunkt. Zweite Ebene, die Sie ansprechen. Ja, es geht uns darum, dass wir für alle unsere Mitglieder einen Tarifvertrag abschließen dürfen. Das wird uns verbal zugestanden von Seiten der Bahn seit 17. Dezember, aber de facto in den Verhandlungen immer wieder bestritten. Ich mache das in drei Ebenen. Wir haben 2007/2008 eine lange Auseinandersetzung mit der DB gehabt, um die Eigenständigkeit eines Lokführertarifvertrages gerungen und ihn bekommen. Wir haben 2010/11 mit den Wettbewerbsunternehmen und der Deutschen Bahn AG um einen Flächentarifvertrag gerungen. Da war die Auseinandersetzung mit der DB verhältnismäßig kurz. Aber seitdem haben wir einen Flächentarifvertrag und das Lohndumping für Lokomotivführer im gesamten Eisenbahnverkehrsmarkt beendet. Dritte Auseinandersetzung, die nun auch schon wieder im 11. Monat ist. Hier geht es uns darum, dass wir die Lokführer, nicht nur die Lokführer, sondern auch die Zugbegleiter, die Bordgastronomen, die Lokrangierführer und die Disponenten in unseren Flächentarifvertrag einbinden. Denn das gesamte Klientel steht in den Eisenbahnverkehrsunternehmen bundesweit, in lauter verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen im Wettbewerb und braucht die gleichen Arbeits- und Einkommensbedingungen und vor allen Dingen gleiche Schutzmechanismen im Tarifvertrag. Nun schwebt über all dem wie ein Damoklesschwert das Tarifeinheitsgesetz. Das soll im Juli kommen. Sie sagen ja, dieses Gesetz ist nicht verfassungskonform. Dann können Sie doch eigentlich dem Juli gelassen entgegensehen. Das eine hat mit dem anderen was zu tun, aber es ist nicht voneinander abhängig. Man muss wissen, dass der Tarifkonflikt ja nun schon seit Juli 2014 geht. Und diejenigen, die die Berichterstattung beobachten, wissen, dass ich von Beginn an gesagt habe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tarifeinheitsgesetz und der Auseinandersetzung zwischen Piloten und der Lufthansa und auch zwischen den Lokführern und der Deutschen Bahn AG. Jetzt, im Frühjahr des Jahres 2015, übernehmen diese These auch die Medien und berichten, dass dieser Zusammenhang dem Grunde nach das Gift im Brunnen ist, was die Arbeitgeber geradezu herausgefordert oder verlockt hat, mit Berufsgewerkschaften keine eigenständigen Tarifverträge mehr abschließen zu wollen. Inwieweit ist dieser Arbeitskampf also ein Ergebnis der Großen Koalition? Glasklar ist das die selbsterfüllende Prophezeiung. Der Arbeitskampf mit den Lokführern und auch mit den Piloten müsste überhaupt nicht sein. Aber wenn man betrachtet, dass die Initiative zum Tarifeinheitsgesetz aus 2010 stammt und DGB und die BDA damals schon das Gesetz wollten, das die FDP verhindert hat, da muss man natürlich ganz leicht schmunzeln, indem man sagt, 4 Jahre lang ist nichts passiert, weder große Streiks, noch sind Hunderte von Gewerkschaften gegründet worden. All die Horrorszenarien sind nicht eingetreten. Und jetzt hat das Staatsunternehmen den Auftrag bekommen, über die Bundesregierung hier das Horrorszenario herbeizuführen. Herr Beselski, gerne ganz konkret, planen Sie eine Klage gegen das Gesetz? Ja, wir werden klagen gegen das Gesetz, und zwar so frühzeitig, wie es möglich ist, weil es direkt Einfluss nimmt auf unsere Mitgliedschaft bzw. auf unsere potenzielle Mitgliedschaft. Sie müssen sich einfach nur vorstellen, ein Mensch, der heute darüber nachdenkt und sagt, die GDL ist eine gute Gewerkschaft, ich bin Lokführer oder Zugbegleiter, ich würde dort eintreten, der hat gleichzeitig im Hinterkopf, dass es mit der GDL dem Ende zugehen könnte, und der lässt das mit dem Eintritt, und deswegen sind wir verfassungsrechtlich schon beschwert, bevor das Gesetz überhaupt eintritt. Wir haben es eben gesagt, 8 Stunden. Streiks haben Sie durchgeführt, der 9. mag kommen. Was macht Sie glauben, dass dieser ein möglicher 9. Streik eine Lösung bringt?
Nun, wir haben ja eines gelernt. Arbeitskampf als letztes Mittel in einer Tarifauseinandersetzung eingesetzt, soll ja Druck auf die Arbeitgeberseite erzeugen, soll dem Unternehmen Schaden bereiten, um über diesen Schaden den nötigen Druck im Unternehmen herzustellen. In dieser Konstruktion, in der wir uns befinden, ist der Eigentümer Bund zu 100% gleichzeitig mit dem Vorstand der DB daran interessiert, dass es zu keinem positiven Tarifergebnis kommt. Sie wissen, ein Eingriff in die Tarifautonomie ist nicht möglich, aber hier wird durch stille Duldung hingenommen, dass das Management bereits 300 Millionen Euro verbrannt hat. Und das ist eine dem Bund fehlende Dividende, die dann durch den Steuerzahler wieder ersetzt werden muss. Denn Fakt ist eins, wir haben einen hohen Investitionsbedarf in der Infrastruktur. Und die Millionen müssen kommen und sie müssen auch eingebracht werden, um einen vernünftigen Eisenbahnverkehr zu machen. 300 Millionen ist eine Menge Geld. Was denken Sie denn, warum geht die Gegenseite nicht auf Ihre Forderung ein? Es wäre ja günstiger für die Deutsche Bahn und den Bund, Ihre Forderung zu erfüllen. Nun, dauerhaft hat die Bahn festgestellt, dass mit der GDL alle Tarifabschlüsse teurer sind als mit ihrer handzahmen Hausgewerkschaft. Insoweit ist aus den Aufsichtsratsunterlagen zu entnehmen, dass seit 2007 durchschnittlich 4,8% Lohntarifsteigerung, da ist die Arbeitszeitveränderung mit drin, jedes Jahr stattgefunden hat. Und das ist etwas, womit die Arbeitgeberseite nicht kalkulieren möchte. Die spielen eher auf der Ebene von 1,5-2% kalkulierter Lohnkostensteigerung. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man uns hier an der Stelle versucht zu eliminieren. Sprechen wir mal über die Gewerkschaften. Welche Reaktion erhalten Sie denn von Kollegen, die im DGB, in den DGB-Gewerkschaften organisiert sind? Auch das ist eine interessante Entwicklung, die wir hier vor uns sehen. Wir haben eine Unmenge an Solidaritätsadressen und Zuschriften von Kolleginnen und Kollegen, von ganzen Struktureinheiten, also Landesbezirke von Verdi, von IG Metall, auch von IG Bau, schreiben uns an und senden Solidaritätsadressen. Und hier sieht man, was in Wahrheit stattfindet. Hier sieht man, dass die oberste Heeresleitung einiger Gewerkschaften, einschließlich der DGB-Führung, ganz anders tickt und ganz anders handelt, als die Basis es tatsächlich für richtig erachtet. Und ich bin eigentlich froh darüber, dass Verdi als große Gewerkschaft frühzeitig erkannt hat, dass das ein Irrweg gewesen ist, ausgestiegen ist. Und schlussendlich zeigt uns auch die rege Teilnahme der Basis, die zu unseren Protestveranstaltungen kommt, die an unseren Streiks oftmals in den Meldepunkten teilnehmen, wie verbunden die Gewerkschafter mit dem sind, was wir als GDL, als Lokführer tun. Der Chef der IGBCE, Michael Vassiliadis, hat gerade einen Artikel, Sie lachen, Sie kennen den Artikel wahrscheinlich, veröffentlicht. Ich kenne auch im Hintergrund die Verbindung. Ja, im Berliner Tagesspiegel, genau. Und er hat da geschrieben, dass was Sie machen würde, dem Geist der deutschen Gewerkschaftsbewegung seit dem Faschismus im Endeffekt, seit dem Nationalsozialismus widersprechen, weil der Geist eben die Einheit der Gewerkschaften darin bestehe. Spalten Sie die Gewerkschaften? Was sagen Sie dazu, wenn so ein Vorwurf von einem Kollegen aus dem Gewerkschaftsapparat kommt? Nun, Sie sehen, an der Stelle sind die Hintergründe von Bedeutung. Wenn man halt mit der Generalsekretärin einer sozialdemokratischen Partei, die offensichtlich die Sozialdemokratie nicht mehr umsetzt, zusammen ist, dann färbt das wahrscheinlich ab. Und das, was der Vorsitzende dieser Gewerkschaft von sich gibt, lässt eines erkennen. Er hat irgendwas falsch verstanden. Solidarität und Einheit kommt von Zusammenhalt und Solidarisieren. Und ich kann mich nie erinnern, dass die GDL den Federhandschuh in den Ring geworfen hat, sondern es war der DGB, der 2010 sich mit der BDA zusammen ins Bett begeben hat und mit denen gemeinsam eine Initiative gegen andere Gewerkschaften gestartet hat. Und deswegen ist das nicht bloß zum Schmunzeln, sondern eigentlich müsste ich heulen, weil diejenigen, die hier von Einheit reden, diejenigen sind, die spalten und sich mit der Gegenseite verbünden. Aber so ist das eben mit den Vorwürfen und Gegenvorwürfen. Herr Vassiliadis schreibt auch, dass die GDL den Mindestlohn nicht unterstützt hätte. Wo war die GDL, als es um den Mindestlohn ging? Das kann ich Herrn Vassiliadis ganz klar sagen, wo die GDL war, als es um den Mindestlohn ging. Im Bereich des Eisenbahnverkehrs hat die GDL in einem Kraftakt 2010 und 2011 die Wettbewerber, die teilweise 45% unter dem Einkommen des Marktführers DB waren, aufgesammelt, hat sie mit Streiks dazu gezwungen, das Einkommensniveau zu erhöhen. Und deswegen ist das Thema Mindestlohn im Eisenbahnverkehrssektor, in dem wir Verantwortung zeichnen, kein Thema. Und deswegen muss ich die GDL auch nicht hervortun. Bei uns reden wir über Stundenlöhne
Gewinne von 15 bis 20 Euro. Und in dem Segment erlaube ich mir einfach zu sagen, ist Mindestlohn eben keine Debatte wert. Dennoch, bei den Gewerkschaften, wenn wir darüber sprechen, wäre eine Einheit des gewerkschaftlichen Handels nicht sinnvoller als Einzelaktion der GDL? Nun, die Frage ist immer, wo die Kraft entfaltet werden kann und ob sie entfaltet wird. Wir haben doch hier festzustellen, dass über die letzten 30 Jahre die Gewerkschaften, die sich hier als Großgewerkschaften bezeichnen, im Prinzip mit der Tatsache zu kämpfen haben, dass die Gewerkschaftszugehörigkeit immer stärker abgenommen hat. Wir erleben im Augenblick eine Gewerkschaftszugehörigkeit bei 20% über alle abhängig Beschäftigten betrachtet. Und die Berufsgewerkschaften, ob das Marburger Bund, Cockpit oder die GDL sind, zeigen als Leuchttürme, dass es zwischen 75% und 95% Organisationsgrad geht. Ich würde mich freuen, wenn man sich einfach mal damit befasst, dass das Ursachen haben muss. Ich behaupte nie, dass die Berufsgewerkschaften das Modell, das alleinige Modell der Zukunft sind. Aber wir haben einen hohen Organisationsgrad. Erstens und zweitens bewiesen ist, dass das Querbeet über mehrere hundert Berufe schwerlich dazu führt, eine hohe Identifikation mit den Beschäftigten herbeizuführen. Mhm. Und nach meiner Wahrnehmung muss man in der heutigen Zeit mehr abbilden, als einfach einen Beitrag einzukassieren und dafür im Gegenzug 2 oder 3% Einkommen zu haben. Sie haben einen hohen Organisationsgrad. Was Sie nicht haben, ist Akzeptanz in der Bevölkerung. Ist das ein Problem? Das möchte ich an der Stelle so nicht stehen lassen. Dass wir keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben, wird erstens bewiesen durch seriöse Umfragen, die momentan ein 50-50 abbilden. Und das in einem Streik, der längste bei der DB war, also 6 Tage lang. Das ist für meine Begriffe mehr, als man erwarten kann. Und dann gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Und deswegen sage ich, ich bin täglich unterwegs und die öffentliche Meinung ist so schlecht nie, wenn man sich den Diskussionen stellt. Ja. Und wenn man darauf hinweist, dass fast alle abhängig beschäftigt sind und es hier um das Streikrecht insgesamt geht, trifft man auch auf eine hohe Akzeptanz und Verständnis. Aber bleiben wir kurz bei der Frage. Es gibt ja Umfragen, etwa von Emnet, die sagen, dass zwischen 70% und 80% kritisch dem Streik der GDL gegenüberstehen, während der Kita-Streik, der Streik der Erzieherinnen in den Kitas, ganz andere Zahlen bringt. Wie erklären Sie sich das? Sehen Sie, wir sind gezwungen worden, insgesamt schon 8 Streiks durchzuführen. Die ersten 6, die haben wir durchgeführt, um anerkannt zu bekommen, dass man für alle unsere Mitglieder Tarifverträge abschließt. Das heißt, wir haben 6 Streiks machen müssen, um unser Grundrecht, was von Anfang an feststand, zu erhalten bzw. zugestanden zu bekommen. Und die Wirkung von Streiks im Eisenbahnsektor sind nun mal erheblich. Wir reden über Millionen von Fahrgästen, denen das Verkehrsmittel entzogen wird. Und dann bin ich natürlich an der Stelle fit genug, um zu sagen, also es ist doch gelinde ausgedrückt eine Frechheit, eine Umfrage zu machen bei einem beginnenden Kita-Streik, der noch gar keine Auswirkungen hatte, und im GDL-Streik, der im 8. Streik ist und der mittlerweile 6 Tage lang geworden ist. Da warten wir mal einfach die Stimmung der Bevölkerung ab, denn auch die Kitas sind in dem Sinne öffentliche Einrichtungen und werden benötigt. Ich möchte nicht, dass das so schlecht ausgeht, was die Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft, wie das bei den Lokführern ist. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass auch hier der Frust steigen wird mit zunehmender Streiklänge. Da muss man eben am Ende die Frage immer beantworten, ist Streik was Unanständiges? Nein, er ist grundgesetzlich geschützt. Und wenn Streik nichts Unanständiges ist, dann haben wir das zu ertragen. Und zwar als Arbeitnehmer, weil es unser einziges Mittel ist, beinhartes Management in die Knie zu zwingen. Herr Weselski, die Medienkampagne haben Sie angesprochen. Haben Sie die Kampagne auch gegen Ihre Person, die personalisierte Kampagne in dieser Art erwartet? Nein, wir haben vieles vorhergesehen und haben Strategie und Taktik gehabt in der Vergangenheit. Aber diese Schmutzkampagne, die man versucht hat, an der Person auszurichten, die haben wir nicht vorhergesehen. Ich glaube auch nicht, dass das für uns erkennbar sein konnte. Das macht aber nichts, weil es zeigt eins auf. Sachargumente sind offensichtlich keine. Und die Lokführer und die Zugbegleiter, die stehen wie eine Eins. Die Solidarisierung ist stärker geworden durch den Angriff auf den Vorsitzenden, weil die Kolleginnen und Kollegen eins begriffen haben. Offensichtlich mache ich es ja nie ganz so falsch. Und sie sagen mir, wenn du kippst, dann ist die gesamte Zielsetzung gefährdet. Und deswegen stärken sie mir den Rücken. Und das hat mir die Kraft gegeben, auch diese Angriffe durchzustehen. Und das ist eben der Unterschied. Ich bin eben nicht abhängig von irgendjemandem. Mein Gehalt wird von Lokführern und von Zugbegleitern bezahlt, von deren Beiträgen. Denen gegenüber bin ich Rechenschaft schuldig. Und solange die Mehrheit meiner Mitglieder das als richtig erachtet und dafür auch bereit
ist, zu kämpfen und in Arbeitskampf einzutreten, was Stress ist für diese Kollegen, solange habe ich eine gute Basis und da kann die Zeitung mit den 4 Buchstaben schreiben, was sie will. Mittlerweile geht mir das ein Stück weit einfach vorbei. Sie haben es eben schon angesprochen, wenn Sie auf der Straße sind, mit den Menschen reden, wie sind die Reaktionen? Ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt immer etwas Frustrierte, die am Ende des Tages gar kein Gespräch oder keine Diskussion wollen, sondern die einfach mit ein paar unflätigen Ausdrücken was von sich geben. Der überwiegende Teil der Menschen will es verstehen, weil es oftmals über die Medien verzerrt wird und gar nicht verständlich ist, wofür wir eigentlich unterwegs sind. Ich mache ein Beispiel. Gestern bin ich von Leipzig mit dem Zug nach Berlin gefahren, war gut besucht, also sehr voll. Ich habe im Speisewagen Platz genommen. Nach einer Viertelstunde kam die erste Dame und mich in dem Gespräch ein Stück weit zur Rede zu stellen. Am Ende des Prozesses, die letzte Viertelstunde, waren insgesamt 7 Fahrgäste im Speisewagen in die Diskussionsrunde eingebunden, die sehr vernünftig verlief und die auch sehr sachlich und ruhig verlief. Und als ich ausgestiegen bin, haben wir die alle die Hand geschüttelt und haben gesagt, Herr Wesecki, wir haben es verstanden, danke, dass Sie so tapfer sich der Diskussion gestellt haben und wir drücken Ihnen die Daumen. Wir wünschen uns keine Streiks mehr, aber wenn es erforderlich ist, machen Sie weiter. Streik ist immer sehr anstrengend. Was machen Sie nach einem Streiktag, um wieder runterzukommen? Nun, das ist im Moment nicht notwendig. In der Phase, wo wir streiken oder wo wir in so hohe Belastung stecken, da bleiben 3-4 Stunden Schlaf übrig und da sind Sie so müde, da merken Sie nicht, dass Sie noch runterkommen müssen, sondern fallen Sie einfach um und schlafen und stehen dann zum Zeitpunkt des Weckers wieder auf. Ansonsten, ich jogge, ich versuche über Nordic Walking die Verspannung loszuwerden. Bin an der Stelle auch ab und an mal beim Tauchen, aber das ist eher selten und gelingt mir nur 1-2 Mal im Jahr. Wenn es zu einem 9. Streik kommen sollte, mit welchem Gefühl sehen Sie, würden Sie diesem Streik entgegensehen? Mit einer glasklaren Haltung, dass das DB-Management den erneut provoziert, dass sie unbelehrbar sind, weil sie von der Politik den Rücken gestützt bekommen. Und deswegen, und das kommt klar aus meiner Mitgliedschaft heraus, sind Lokführer und Zugbegleiter auch bereit, in die 9. Auseinandersetzung zu gehen. Und zwar fordern sie, dass die wesentlich länger sein wird. Sie haben übrigens während der Maßnahme gefordert, dass wir sie einfach fortsetzen, weil auf der Bahnseite keinerlei Bewegung vorhanden war. Ich habe gesagt, wir haben versprochen, am Sonntag 9 Uhr zu beenden und wir beenden den. Aber Sie müssen wissen, dass in der Mitgliedschaft eine hohe Druckssituation vorhanden ist. Sie lassen sich nie länger hinhalten, sie lassen sich nicht länger veralbern. Die Ignoranz des Managements, dass sich selbst die Bonis um 174% erhöht und Millionen abfasst bei schlechtem Wirtschaftsergebnis, die Ignoranz dieses Managements bringt die Lokführer und die Zugbegleiter derartig auf die Palme, weil sie ihre Belastungssituation einfach negieren. Herr Wesecki, vielen Dank fürs Interview. Ich bedanke mich auch.